Neu in der Boardpalette von Anton Custom Boards sind die Carbon Surf Boards. 100% Kohlefaserboards im Vakuum produziert. Beim Kernmaterial hat sich der Hersteller ausgeschwiegen. Da gibt es auch ein kleines Geheimnis, was auch sich auf das wirklich leichte Gewicht begründet. Hier liegen die Rümpfe teilweise und beginnen ab 2 Kilo. Die harmonische Bodenkurve von 5 cm Rocker lässt das 5-7er Anton Carbon Surf flüssig angleiten. Wir haben hier eine gute bis sehr gute Beschleunigung und wir erreichen mit dem Board eine gute Endgeschwindigkeit. Angenehm ist, dass man hier sehr variabel bei der Positionierung vom Stances, ob man etwas breiter oder schmaler steht oder ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten. Die eben angesprochenen Leistungen lassen sich in jedem Fall einfach abrufen. Beim Höhelaufen schauen wir noch mal ganz kurz auf die Konfiguration. Wir hatten hier FCS 2 Fin Reactor Modell in der Größe Medium und in der Kombination haben wir hier einen sehr tief nach ins Unterwasserschiff reingeschäbte Takt Under the Edge, aber der Übergang der Rundung dann ins Unterwasserschiff ist recht scharf, sodass hier auch nochmal ein gewisser Teil an Führung entsteht, was dem Board wirklich sehr einfach zu guten Anwendleistungen verhilft. Im Punkto Drehfreude bietet das Anton Wave Carbon alles, was das Herz begehrt. Man ist hier wohl vollständig frei bei der Wahl, wie eng oder wie weit die Radien hier ausgesteuert werden möchten. Man kann das Board sehr langgezogen rund fahren, also mit Zug auf dem Rail, oder man kann es halt mit etwas mehr Druck auf dem hinteren Fuß fahren, sehr nah am Face halt und insgesamt auch etwas eckiger. Bei letzterem verliert es halt einen klitzekleinen Tick an Geschwindigkeit. Hier muss der Wechsel auf die Nose dann immer wieder auch schneller erfolgen. Aber es definitiv ist das Ganze in allen Radien hier möglich und hat bei der Drehfreude wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das liegt daran, dass der optimale Sweet Spot, wo man steht und wie man belastet, liegt definitiv genau in der Mitte. Also die Last 50% auf dem vorderen und 50% auf dem hinteren Fuß ist hier das Optimum. Allerdings ist es so gut gelöst von der Volumenverteilung und in Kombination mit der Rockerlinie, sodass hier einfach eine große Variabilität entsteht. ...45,5 cm Bordbreite ist jetzt hier ein guter durchschnittlicher Wert für ein Classic Shortboard Design in 5-7er Länge und der gesamte Outline und Tail Verrundungsbereich ist auch so gestaltet, dass man nur einen mittleren bis leichten Kraftaufwand zum Aussteuern, egal welcher Radien, benötigt. Schön ist auch beim Bottom Turn der gleichmäßige Zug, den man auf dem Rail erhält. Und nur wenn es wirklich halt zwischen den Wellen sehr kabbelig sein sollte, dann spürt man manchmal diesen etwas schärferen Übergang der Rundung der Takt Under ins Unterwasserschiff. Weil wie gesagt, da ist der Shape etwas klein bisschen eckiger gestaltet. Und das fängt dann an, halt einen klitzekleinen Tick mal hier und da zu führen. Aber das ist halt wirklich nur, wenn das Wasser wirklich sehr choppy ist. Die Rockerlinie in Kombination mit dem leichten Tailkick geben dem Board halt einen guten Schub vor der Welle. Es ist wirklich schon nur mit schweren Fahrfehlern sozusagen aus dem Fluss zu bringen, das Classic Wave. Und das auch, wenn man es halt sehr eng und hart über den hinteren Fuß fährt. Hier bleibt alles immer wirklich sehr schön und harmonisch im Fluss. Und dabei ist es insgesamt noch vom gesamten Feeling fehlerverzeihend, weil die Stabilität über die Längsachse hier auch stets gut ausfällt.
Vom Körpergewicht ist das Anton Classic Waven 5.7 ein perfektes Allround-Board für wirklich unseren gesamten Planeten und kleine, mittlere bis etwas über kopfhohe Wellen zwischen 75 bis 100 Kilo. Die Frage, die sich berechtigterweise stellt, okay, Surfboard aus 100% Kohlefaser, muss man das dementsprechend haben? Hier werden halt wirklich sehr leichte Bordgewichte erreicht, die gut 25-30% leichter sein können als ein klassischer PU-Blank mit einem Stringer oder in den jeweiligen Bauweisen EPS-Sandwich, also EPS-Kern mit Sandwich-Platte außenrum. Da kommt man immer auf Gewichte halt von über 3 Kilo, besonders wenn man jetzt noch Pads und Finnen dazu rechnet. Dass man hier doch eindeutig bei dieser Bauweise im Vorteil. Und auch was die Stabilität angeht, Anton verspricht, dass hier die Bruchfestigkeit sowie die restliche Stabilität höher ist als bei einem Classic Glassboard in der Form. Und dafür hält sich dann im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern der Verkaufspreis von 1.190 Euro definitiv noch in Grenzen. Klar, wir haben jetzt halt hier auch keine Fußlaufeninsatz in dem Board. Die muss man im Zweifelsfall nochmal dazu rechnen. Und man kann sich das aber natürlich bei diesem Label auch genauso bestellen. Da bedarf es eines persönlichen Anrufes und dann wird das auch genauso eingebaut, wie man sich das wünscht. Für uns war durchgehend überzeugend einfach ein sehr, sehr schön ausbalanciertes Board, was eine wirklich extrem große Variabilität in puncto Drehfreude vermittelt. Wir haben einen absolut griffigen Top-Turn. Wenn man es jetzt noch ein bisschen looser auf dem Tail machen möchte, kann man gerne auch als etwas schwerere Person hier mit S-Finnen agieren. Dann wird das Fahrgefühl insgesamt noch looser und noch etwas spritziger. Bei unseren Testern halt zwischen 80 und 100 Kilo war allerdings halt die Wahl der M-Finnen definitiv zu 100% die richtige. Und schauen wir auch nochmal auf die unterschiedlichen Stile, ob jetzt halt wirklich eng am Face gefahren oder halt mit einem weiteren Radien, mit Vorgelenktigkeit. Das Ganze ist wie gesagt hier kaum aus dem Fluss zu bringen. Wir haben wirklich immer stets einen sauberen, zügigen, gleichmäßigen Lauf. Und dementsprechend erfüllt es beide Stile definitiv sehr gut. Und auch was das Fahrkönnen angeht, ist hier definitiv auch der Einsteiger im Strapless-Surf-Bereich oder auch mit Fußlaufen, wenn man es mit Insatz versieht, definitiv nicht überfordert, da das Board, also bei uns im Test jedenfalls, keinerlei Nicklichkeiten oder Nervereien oder Eigenschaften gezeigt hat, die in irgendeiner Weise auch geringere Fahrkönnenstufen aus der Balance oder in Unruhe versetzen könnten. Und für alle, die es schon etwas besser können, können wir von unserer Seite definitiv versichern, das wird hier eine große Freude werden.